Hallo zusammen, ich hier ist wieder euch, Chilla, und wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um ein Achievement hier in der neuen Zone aus Patch 10.1. Und zwar sind wir in der Zaralak-Höhle. Und ja, da wollte ich euch folgenden Erfolg zeigen. Und zwar, da schimpft sich da einmal, ob groß, ob klein, kein Tier vergräbt sich gern allein. Den finden wir unter Kunden und dann Dracheninseln. Und hierfür müssen wir wieder ein paar Tiere lieben. Ne? Da können wir uns ein Makro machen mit / Liebe. Also Liebe, ich habe das jetzt noch gar nicht vorbereitet, aber das machen wir jetzt on the fly. Und dann müssen wir Pets suchen und dieses Makro auf die Viecher anwenden. Ich habe jetzt den ersten schon mal rausgesucht, der nennt sich Rauchwerk Asche. Und das ist hier so ein kleiner Elementar, da machen wir das mal. / Liebe drauf. Und ihr seht, dann ist er hier einmal schon abgehackt. Wo befindet sich der Kleine? Und zwar bin ich jetzt hier auf den Koordinaten 36, 53. Und das ist einfach dieser Weg hier hoch. Und da gurkt der hier an dieser, ja, ich nenne es jetzt mal Fackel rum. Genau, und dann haben wir schon mal den ersten abgehakt. Dann habe ich direkt den nächsten. Und zwar hier das Phönixküken. Und das haben wir jetzt einmal hier oben auf den Koordinaten 32, 51. Und dort sind wir jetzt relativ weit hochgeflogen. Ihr seht, da unten ist die normale Ebene und hier oben, da spawnt dann auch ab und an den Rare. Da können wir das einmal finden. So, jetzt schauen wir mal. Da haben wir Phönixküken. Jetzt machen wir mein Makro mal mit / Liebe und dann ist das einmal abgehakt. Also die sind hier einfach in diesen Nestern, ne? Hier oben spawnt, wie gesagt, auch ab und an Rare. Da müsst ihr dann ein bisschen weiter nach oben. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar seht ihr, ich stehe jetzt hier in so Kristallen drin. Wir sind jetzt hier auf den Koordinaten 38, 71. Und dort ist es so, dass wir hier oben ein paar so Viecher rumfliegen haben. Unter anderem haben wir da Fellschwalbe. Und die nehmen wir ins Inventar, oder nicht ins Inventar, ins Target so rum. Und machen wieder unser Liebesmakro drauf. Und dann haben wir die dementsprechend auch abgehackt. Wahrscheinlich könnt ihr die auch von unten ins Target nehmen. Ich habe jetzt versucht, da irgendwo oben zu landen. Gestaltet sich eher schwierig, ne? Also ich gehe jetzt mal hier noch ein bisschen oder fliege ein bisschen raus, dass ihr seht. Also die fliegen da quasi oben um den Kristall rum. Und diese Fellschwalben, die braucht ihr dann dementsprechend. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar haben wir hier so eine kleine Schnecke. Die schimpft sich Junglingtrödler. Und ja, wir befinden uns jetzt hier unten an dem Fluss dran. Bei den Koordinaten 52, 75. Und ja, dann machen wir das Achievement wieder auf. Und drücken unser Makro. Halt, wir müssen es auch ins Target nehmen, sonst wird da nichts raus. So, haben wir den auch abgehakt. Zeig's nochmal hier, genau, einfach hier quasi am Fluss entlang. Und dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten weiter. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar haben wir da hinter mir die zischende Staubmotte. Und die befindet sich jetzt ein Stück weiter den Fluss runter. Hier auf den Koordinaten 58, 7 und 74 so rum. Und da machen wir jetzt auch nochmal unser Makro drauf. Und dann sind wir schon bei der Halbzeit. Die erste Hälfte haben wir dann einmal abgeschlossen. Dann haben wir das nächste Pet und zwar hier Pygmäentrödler. Und der befindet sich jetzt hier auf den Koordinaten 58, 73. Können wir jetzt auch noch einmal lieben. Und dann fehlen jetzt nur noch 4 Stück. Dann bin ich jetzt den Fluss nochmal ein bisschen raufgeflogen, wo wir vorher schon waren. Da habe ich auch noch einen gefunden auf den Koordinaten 50, 76. Und hier haben wir einen huschender Zwicker, schimpft sich der. Die laufen hier überall rum. Haben wir schon ins Target genommen, der ist jetzt irgendwo ins Gebüsch reingelaufen. Mal den dann da hinten. Genau, huschender Zwicker, seht ihr, der läuft da in das Gebüsch rein, den sieht man ein bisschen schlecht. Da machen wir unsere Makro auch drauf und dann fehlen nur noch 3. Ich zeig's nochmal kurz auf der Map, also hier unten 50, 76 ist das. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar habe ich jetzt hier noch einen huschenden Käfer gefunden. Und den haben wir hier auf den Koordinaten 49, 65. Und da können wir dann auch einmal Liebe drauf machen und dann sind es nur noch 2 Stück. Dann sind wir jetzt nochmal zurück bei diesen Darachin-Dudes und zwar hier auf den Koordinaten 36, 52 bei diesem Weg hier hoch, wo wir vorhin schon das andere Pet gefunden haben, habe ich jetzt nochmal eins gesehen und zwar Magma Blase. Das können wir auch noch lieben, also da sind wir echt nur ein paar Meter weg von. Und ja, dann fehlt jetzt tatsächlich nur noch die Schnecke.
So, das letzte Pad ist jetzt ein bisschen beschissener. Und zwar heißt das letzte ziellose Schnecke. Und diese Schnecke kann man nur sehen, während eine bestimmte Quest am Start ist. Die ist bei mir heute tatsächlich da, aber ich habe die schon gemacht, bevor ich das Achievement jetzt angegangen habe. Deswegen ist es jetzt ein bisschen blöd, aber ich kann euch das auf dem Twink zeigen. Und zwar bin ich jetzt hier auf dem Hunter rüber geswappt und ich bin jetzt hier oben auf den Koordinaten. Ach ja gut, hier habe ich keine Koordinaten ab, aber ihr seht, ich bin hier oben quasi bei dem Schneckenrennen. Und dort ist es so, dass man bei diesem Trock hier eine tägliche Quest absolvieren kann. Da kann man auch seinen Ruf erhöhen, gibt es am Ende auch ein nettes Mount. Es gibt hier eine Quest, die schimpft sich der langsame Fanclub. Und wenn ihr die annimmt, dann müsst ihr nämlich 8 ziellose Schnecken mit zum Netz einfangen. Nur wenn ihr diese Quest habt, seht ihr die Schnecken. Ich kann es euch gleich mal zeigen. Ich gehe jetzt hier runter, da wo auch mein Druid steht. Also ihr seht, da steht der Dude. Und hier mit dem sehe ich jetzt die Schnecke, ne? Switche ich hier rüber. Gleicher Platz, keine Schnecke da, ne? Blöderweise kann man das dann auch nicht teilen, wenn man die schon gemacht hat. Also muss man halt warten, bis die das nächste Mal ist. Heißt, mit dem kann ich jetzt die Schnecke hier einmal holen, wenn wir slash Liebe machen. Das Achievement ist aber blöderweise nicht Battle.net-Account gebunden. Heißt, ja, jetzt habe ich hier halt mit dem nur die ziellose Schnecke. Dementsprechend muss ich jetzt warten, bis das nächste Mal die Daily ist. Vielleicht geht es hier euch ja ähnlich. Heißt, das letzte müsst ihr halt auf die Daily Quest warten. Gut, dann haben wir zumindest insgesamt alle abgeklappert. Und ja, dann sind wir durch mit dem kleinen Achievement. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tila, bis dahin. Ciao.